Ich habe ein kleines Problem, Nils, weil ich habe mir am Anfang dieses Let's Plays, ich habe mir 24 Cold Opener überlegt. Ja. 24 richtig starke Cold Opener. Ja, ich habe mich hingesetzt und ich habe 24 mal abgeliefert. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt Let's Play so lange dauert, weil heute ist Folge 25 und ich habe nichts mehr. Ich habe aber für dich eine Taste vorbereitet, dann beginnt die Sendung direkt, wenn du einfach drauf drückst. Ach, das ist ja ideal. Ja. Hallo, liebe Freunde von dunklen Katakomben, viel zu groß gebauten Kirchenkathedralen. Gotischer Stil ist euer Stil? Dann seid ihr genau richtig bei Dark Souls 3 und Nils. Und Florentin. Wir spielen knallhart durchgenommen Dark Souls 3. 1 und 2 waren uns zu leicht, deswegen haben wir uns direkt an die 3 gesetzt. Falls ihr nicht mehr wisst, wo wir sind. Labo Pauslin, einer der begnadetsten Diebe seiner Zeit, ist gerade auf dem Weg in eine überdimensionalisierte Kathedrale. Die wollte er unbedingt mal sehen, wurde aber auf dem Weg dorthin von fiesen Bogenschützen entdeckt. Und wie so das weitergeht, das sehen wir jetzt. Ja, unser guter Kollege Simon Kretschmer spielt im Nebenraum auch gerade Dark Souls 3. Also, das ist so ein seismisches Kommunizieren. Scheiße. Ich muss das erklären. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch die Nachwehen dessen sind. Aber hier war gerade, wir befinden uns hier in Haus Nummer 15 in der Heinrichstraße. Und hier war gerade ein DHL-Paketbote, der gesagt hat, er ist hier express, um ein Paket abzuholen. Ganz merkwürdig. Normalerweise bringen die einem ja Paket. Yeah. Jetzt will er ein Paket. Ich war überfordert. Du hast die Situation souverän in die Hand genommen. Aber es endete trotzdem in einem Desaster. Meine Managementqualitäten diesbezüglich sind offensichtlich ausbaufähig. Jedenfalls habe ich ihn gefragt, okay, auf welchen Namen? Und er sagte, ja, Simon. Und ich bin hier in diesem Haus, sind 5 Leute. Yeah. Und einer davon heißt Simon. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es Simon ist, weil alle anderen nicht Simon heißen, ist nahezu 100%. Ich finde, da hast du richtig gehandelt, ja. Und dann bin ich in Simons Raum rein, wo auch drauf stand, er streamt gerade nicht. Er hat da so ein Schild. Mm. Und da stand drauf, okay, er wird nicht gestreamt. Dann gehe ich da einfach rein und sehe, er hockt da hinter seinem Greenscreen, weil sein Rücken wulstete den Greenscreen schon nach hinten aus. Und ich sage, okay, er ist voller Machen. Dann stecke ich meinen Kopf hinter den Green und sage, ey, Simon, das ist ein DHL-Pote. Und ich dachte natürlich, er weiß, wovon ich rede. Ja. Yeah. So, ist ja logisch. Da Express, das muss irgendwas Dringendes sein. Das Paket muss unbedingt los. Das muss los in die Welt. So, es begab sich aber leider, dass Simon mitten in einem Bossfight war. Und offensichtlich, ich habe kurz auf den Lebensbalken des Bosses geschielt, okay, offensichtlich lief es ganz gut für ihn. Aber da war ja dieser DL-Bote, der im Flur stand und gewartet hat, und es war mein Job. Ja. Und dann sagt Simon so, was, lass mich ruhig, ich weiß nicht, wovon du redest, du verarschst mich doch jetzt. Und ich so, nein, wirklich, da steht ein fucking DHL-Boot und er will ein Paket auf deinen Namen abholen. Das ist doch jetzt, ich bin doch deinetwegen hier, ich versuche es doch nur, dir zu helfen. Geh weg. Und dann schleiche ich so rückwärts raus und in dem Moment, als ich an der Tür ankam, ist er gestorben. Und ich höre noch, wie er beschimpft, niemals, jetzt gibst du nicht deinetwegen, bin ich tot. Und ich, oh, fuck, schnell weg hier, jetzt liegt hier nur der Flur zwischen ihm und uns. Ja. Man hört alles. Er wird irgendwann reinkommen und mich verprügeln. Ja, zu Recht auch. Wirklich völlig zu Recht. Ich glaube, dass es mittlerweile eine der häufigsten Mordursachen ist. Hat mich beim Dark Souls-Boss gestört und muss dafür sterben. Ja, das stimmt. Jetzt ist natürlich die nächste Frage. Wer außer Simon Kretschmer ist denn mit Simon gemeint hier bei Rocket Beans? Ja, vor allem, wer würde glauben, es reicht aus, wenn ich nur Simon sage. Weil wenn ich irgendwas bestelle, würde ich halt entweder meinen vollen Namen oder wenigstens meinen Nachnamen, weil der ist recht unverwechselbar. Aber wenn man sagt, okay, ich bin offensichtlich der Simon, der eine, wer soll es denn sonst sein? Wir wissen es nicht, wir werden es nie erfahren, das ist ganz merkwürdig. Aber ich hoffe, bei uns läuft das heute ein bisschen emotional zurückhaltender und entspannter, vernünftiger, denn dafür sind wir bekannt. Emotion, Heißblut, Leidenschaft, das ist auf der anderen Seite dieses Gebäudes. Wir sind hier die rationalen, die hier ganz locker einfach mit ruhigem, kühlen Kopf. Ja, guck mal, das ist doch nochmal. Schau mal, dafür tragen wir einen Helm. Der empfängt jetzt auch alle Radiowellen, die es gibt. So, hier sind wir gerade in der Situation, wo man hier diesen Speerwurflauf durchlaufen muss. Wie er sich so rumguckt mit dem scheiß Bolzen im Gehirn. Hey, wer wirft dir? Wer wirft dir auf mich? Hä? Wer schießt auf mich? Warte mal, was ist das beste Timing? Nach einem Einschlag? Was? Achso. Waren wir da nicht schon? Ah! Alter! Nicht jetzt heilen direkt, das ist Verschwendung. Du musst hoch jetzt und die da richtig fertig machen. Fratzengeballer. Da gehst du hoch und dann haust du die alle weg. Kennst du nix? Diese Pfeile sind zu billig in dieser Welt. Das habe ich letztens schon gemerkt. Pfeile sind einfach zu verfügbar in dieser Welt.
Ja, die haben zu viel davon, das stimmt. Die müssen nicht einmal irgendwie ihren Köcher auffüllen. Wenn da wenigstens irgend so ein Page käme, der eben regelmäßig neue Köcher dorthin stellt oder so. Aber völlig unrealistisch. Es gibt auch Abzug, finde ich, in der Wertung. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Ja, ja, mehrfach. Aber da rechts ist noch einer jetzt. Vorsicht, du kriegst gleich den nächsten Pfeil ins genau. Gesicht. Um die Ecke ist nämlich noch einer. Den wollte ich eigentlich zuerst schnabulieren. Völlig richtig. What? Was ist das? Jetzt los? Was war das? Was war das denn? Du hast irgendwie... Alter, was für eine gemeine Attacke war das denn gerade, mich hier komplett auflaufen zu lassen? Oh, no! Was war das? Ich habe keine Ahnung. War das im Spiel? Hast du das gedrückt? Oder... Hä? Was war das? Du hast irgendeine Tastenkombination freigeschaltet. Weiß ich auch nicht genau. Ich will das nochmal sehen. Was war das überhaupt? Und wo sind wir hier überhaupt? Moment, das war die Elektrohölle. Da hatten wir die Elektroklempner uns angeschaut. Oh, so weit müssen wir jetzt laufen. Was für ein merkwürdiges Spiel. Stell dir vor, das ist das erste Mal, dass du Dark Souls gesehen hast. Und einfach, okay. Ach Gott, das war die längste Leiter der Welt. Ja, nein, wirklich. Aber warte mal, ich will jetzt wirklich wissen, was das war. Kann die Regie das da einen Screenshot von machen? Und das aber ist das ein geheimer Cheat oder so? Hätten wir uns da einfach Items? Es sah so aus wie Items. Ja, also hätte man sich das aussuchen können. Vielleicht ist hier irgendwas installiert und wir hätten uns einfach, ja, choose from this following item. So wie bei 1, 2 oder 3, wo du am Ende mit deinen Punkten dann die Sachen kaufen kannst, die du willst. Hab ich jetzt von geträumt. Ich wollte da unbedingt auch mal dabei sein. Also ich wollte nicht dabei sein, ich wollte den Schrank leer räumen können. Aber dass es da nicht unendlich lange Diskussionen immer gab, dass die in so einem Dreierteam... Alles rausgeschnitten. Ja, wahrscheinlich wirklich 2 Stunden Diskussionen. Ich habe mich ja beim Quiz-U-Boot beworben, habe ich schon mal erzählt, aber nicht genommen worden. Ja, das hast du mal erzählt, das gute alte Quiz-U-Boot. Ach ja, hier bin ich ja schon richtig. Ja, das ist warum bewerben sich Leute für Quizshows, bei denen man weniger verdient als bei Wer wird Millionär? Weil. Ich geh mal hier lang. Ja, wahrscheinlich, weil sie genommen wurde. Also, du meinst, man bewerbt sich immer, Priorität 1 ist immer Wer wird Millionär? Ja. Und dann Wer wird 100.000 Euro Besitzer? Ist dann die zweite Priorität. Auf jeden Fall. Das ist. Was? Was hast du gemacht? Ich hab keine Ahnung! Was hast du gedrückt? Ich hab das gedrückt. LB. Warte. Das ist einfach eine Riesenschweinerei. Jetzt müssen wir wirklich mal reingucken. Ist das eine Fähigkeit von den Gegnern, dass sie dein Interface einfach... Die wurden gehackt oder so. Drück mal LB. Sag mal, ist das die späte Rache des Simon? Simon hat sich hier in so das Spiel 100 Pro. LB? Ja, das war die Taste, die Schild hoch. Mach mal, nee, nicht den, sondern den und da drunter. Ja, den hatte ich gemacht. Ja, aber das ist doch einfach Schild heben. Hä? Was war das denn? Also, das ist ja... Das habe ich noch nie gesehen. Also, ich wusste, dass das Spiel schwer ist. Aber, dass jetzt sowas auch noch dazukommt... Das ist einfach nicht in Ordnung. Ich habe jetzt wirklich große Angst, dass das jetzt einfach nochmal passiert und wir jetzt... Das kann auch kein... Aber vor allem, das waren ja unterschiedliche Situationen. Naja, es waren ähnliche Situationen. Das war ähnliche Stelle, aber auch... Aber das gibt's doch gar nicht. Aber wenn das jetzt nicht kommt, dann kann das ja auch nicht irgendwie das sein, dass die Taste falsch... Vielleicht haben wir das freigeschaltet, weil das ist ja ein geheimer Weg eigentlich hier mit diesen Elektro-Echsen, den du ja gefunden hast. Vielleicht ist das der... Dadurch vielleicht glitschen wir uns wirklich rein, so wie in Glitch City bei Pokémon oder so. Glitch City, ja. Noch nie von gehört, aber macht Sinn. Vielleicht sind wir hier in Glitch City, ja. Vielleicht ist jetzt, haben wir irgendeinen Kontakt zur Zwischenwelt hergestellt. Das ist ein Riss in die Zwischenwelt. Ich bin übrigens darunter, das ist vielleicht auch eine gute Idee. Weil kommst du von der Flanke und du gehst ja, wenn wir in die Mitte hochgehen, kommen wir von allen Seiten auf die Fresse. Alter, direkt in der Kniekehle, ey. Schreischuss nur. Da haben Orthopäden, glaube ich, noch jahrzehntelang zu tun mit dieser Verletzung. Da ist noch einer, ja, hinter dir ist einer. Du musst ja eigentlich nur das Timing checken, oder? Ja, das sieht gut aus. Das sind unsere Seelen, aber scheiß drauf. Vorsicht, oh, gut. Aber kann jetzt nicht der dem in den Rücken schießen? Dass sie sich gegenseitig abschießen. Dass man die gegeneinander verwendet. Das wäre große Klasse. Ich weiß nicht, ob das so Friendly Fire hat. Wäre nur fair. Der hat aber auch eine Feuerrate, ey, meine Herren. Das sind Riesendingern. Da ist er. Oh, jetzt kommt er angewackelt. Ja, nee, Freunde, so läuft es aber nicht. Erstmal in Sicherheit, wenn man ein bisschen manövrieren kann. Guck mal da, das sieht doch gut aus. Oh, da direkt wieder hinter dir einer. Oh, alte Schwede. Ah, Hilfe.
finde es so geil, dass da hinten auch noch ein Bogenschütze steht, der eigentlich überhaupt keine Schusslinie hat. Nee. Das ist nicht dein Ernst. Auch auf, was ist das? Japanisch, ne? Das ist von FromSoft direkt aus der Zentrale gekommen. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Versuch das jetzt einfach mal zu ignorieren. Ein noch. Ja, super. Aber wie ist das? Du hast auch nur LB gedrückt. Das ist die geheime Kraft von diesem Gegner. Das gibt's ja wohl überhaupt nicht. So, ist hier irgendeine Tür offen oder was? Kann man da irgendwo durch? Ja, schön diesen Erker rein. Die anderen haben mich vergessen jetzt auch, glaube ich. Wieder. Ja. Oder ja, der ist bestimmt schon weg. Ja, nicht, dass er den Jimmy getötet hat. Ach, der Jimmy lässt sich nicht töten. Da rechts kannst du auch lang. Quasi auf dieses Ding wieder. Oder unten ist auch so ein Typ. Nee, das gibt's nicht. Ist denn ernst? Jetzt habe ich ihn nur anvisiert. Sehr, sehr schön geschmeidig gemacht. Kleine Titanitscherbe. Ich will auch mal ein Geheimnis finden. Du hast mich jetzt angefixt. Das macht aber auch. Aber das sorgt jetzt dafür, dass ich wahrscheinlich Stunden verschwenden werde damit, dass ich gegen alles rolle. Was ist das? Noch so ein Typ. Ach, der hat uns aber noch nicht. Ah, da geht's rein. Das ist ein Fahrstuhl. Vielleicht gibt's da einen Shortcut. Au, der hat uns einfach so richtig. Vorsicht! Ich laufe jetzt ungern in die Fahrstuhl. Ja, geh in den Fahrstuhl links. Links an die Tür. Nein, den krieg ich noch. Keine Angst vor dir. Was ist das für eine Scheiße? Oh, da hat die Lanze. Ja, der ist. Da ist Markus Lanze. Oh, Markus Lanze, Feuerlanze. Blitzlanze. Alter, ich sehe nichts mit diesem Quatsch. Sag mal, das haben die uns doch hier reingebaut. Das ist doch, verstehen Sie mal. Wer versucht uns hier aufzuhalten? Wer versucht uns zu sabotieren hier gerade? Dein alter Freund Frank Elstner. Der hat doch, verstehen Sie, Spaß erfunden. Ey, wenn das Simon ist. Das ist erstaunlich. Du hast ihn gerade reingeprankt. Ja. Und jetzt kommt. Ihr müsst das Spiel an euch starten. Das soll das Problem geben. Aha. Das wäre jetzt auch meine Idee gewesen, aber ich hätte gedacht, vielleicht steckt da mehr dahinter. Erstaunlich. Okay. Dann hatte offensichtlich schon mal jemand diesen. Diesen Bug, ja. Sind wir hier in der Lars Paulsen Show reingeprankt? Der Prankshow von Rocket Beans TV. Die erste Regel von reingeprankt ist, wenn man nachfragt, muss man die richtige Antwort bekommen. Deswegen fragt die Regie jetzt ein für alle Mal on tape. Sind wir in reingeprankt? Läuft das nicht? Nein, okay. Gut, okay. Das glaube ich euch. Da muss man nämlich ehrlich antworten. Wie ist das eigentlich bei Verstehen Sie Spaß? Wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist ja offensichtlich, werde ich hier gerade veralbert. Ist man dann verpflichtet zu sagen, ja, okay, Sie haben recht? Ich glaube, das ist so wie so ein Undercover-Cop. Wenn du den fragst, bist du ein Cop, muss der sagen, ja. Musst du sagen, ja. Ja. Das ist eigentlich auch nicht so richtig, aber. Naja, aber ich meine, oder schneiden die das dann raus? Weil es ist doch bestimmt häufiger vorgekommen, dass Leute gesagt haben, okay, das ist ja so ein geflügeltes Wort. Ist das hier Verstehen Sie Spaß oder was? Wie viel war da gefaked eigentlich, denke ich mir immer. Also ich glaube, ich glaube nicht alles. Nee, ich glaube auch nicht, dass da viel. Aber es ist schon echt immer viel Aufwand, ne? Und dafür, ich glaube, die Leute sind so in ihrer eigenen Welt, du kannst es gar nicht checken, dass du gerade geprankt wirst, weil das ist so. Nee, wahrscheinlich. Die rechnen auch gar nicht damit. Du bist ja nicht immer auf dieser Hab-Acht-Stellung und denkst dir so, jederzeit hier kann mir was widerfahren, sondern das ist. Ja. Und das ist auch so das Ding. Jeder denkt immer, ja, ich würde da nie drauf reinfallen. Ja. Fällt dann aber drauf rein. So wie jetzt gerade eben. Ja. Aber da mussten die es ja abbrechen jetzt, weil wir es natürlich bemerkt haben. Wir haben es gecallt. Frank Elstner schmeißt die Kopfhörer runter und sagt, verdammt, sie haben es gemerkt. Scheiße. Aber sah gut aus da oben. Ja. Ja, das hast du. Also gut. Da ist ein nächster großer Raum. Da einfach mal da ist rein. Was. Ich hab's übertrieben mit Lanzi. Ja, das mit Lanzinger. Das ist einfach, du konntest, aber das ist einfach so, als jemand, der natürlich andere Fernsehpersönlichkeiten auch als Konkurrenz betrachtet, konntest du nicht anders. Das stimmt, da war eine ganz tiefe Wut. Die kann ich auch nicht erklären. Ja. Die kommt in mir einfach hoch. Vielleicht sollten wir auch mal mit Pfeil und Bogen arbeiten. Nein! Oh, nee, nicht immer diese ewig langen Schießduelle, ey, das nervt mich.
Die habe ich letztens gesehen hier bei deinem Dalu-Kart Run. Ja. Wo es hieß, Pfeil und Bogen ist verboten und du sofort niedergeschmettert. Was? Kein Pfeil und Bogen? Und ich dachte, ja, jetzt zeigt sich mal wirklich Nils Qualität ohne Pfeil und Bogen. Oh, Blitzschlag! Wow, wow, wow. Geh das nicht, die Seelen verkommen! Nein! Pack die Seelen in den Kühlschrank! Pack die Seelen in den Kühlschrank! Pack die Seelen in den Kühlschrank, mein Lieber! Also ich wollte. Nein, der Teil noch nicht weg! Ja, natürlich! Lässt ja die Seelen liegen! Das sind doch, meine Harten! Du hattest doch gar keine. Es ist ja gar kein Aufzug! Okay, das ist eine Sauna! Du hattest da doch gar. Du hast null Seelen! Ey, die liegen direkt vor der Tür. Ich bitte dich. Waffel raus, aber ich bitte dich. Das waren 10.000 oder so. Null! Einer von denen gibt 5.000 Seelos. Echt? Ja, glaube ich. Was hat der denn jetzt auf einmal für einen Schwingschwung? Okay. Wir haben irgendwas Gutes. Ja, 2500 gibt er. Da war ich leicht daneben. Gleich. Warum haben die Scherben jetzt dieses Symbol dabei? Hab ich nicht gesehen. Ach, das war der Landsmann. Der Landsmann, genau. Okay, also. Lass uns kurz Revue passieren. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Auf der anderen Seite könnte es auch noch weitergehen, ne? Wissen wir jetzt nicht. Ja. Ja, das ist also, ja, absolut, völlig, wir tappen im Dunkeln. Meinst du, ich kann hier, befürchte nicht. Nee, das geht nicht, da stolperst du, die Glitchkacheln. Nein, ach so, okay, ich dachte, jetzt kommt der Bogenschütze hier aus nächster Instanz. Zonk, wow, Zonk, Zonk, Zonk. Traumhaft. Oh, das war absolut gut. Traumhaft. Hier, das da ist ein Symbol. Das ist egal. An dieser Scherbe. Aber ach, mal. Vielleicht haben wir schon so viele, dass die ins Lager gepackt werden stattdessen. Guck mal, da geht's auch weiter. In diese Kathedrale. Siehst du? Jetzt finde ich erstmal den großen Kreisraum. Auf jeden Fall. Ich wollte nur einmal gucken. Also, wir können hier dann runter. Und in diese Kathedrale. Ich bin ja mal auf der Suche nach Abkürzungen. Die Frage ist: Guck mal, da unten, das war das Riesengebiet da unten? Wir gucken einmal. Ich kämpfe nicht. Ich will nur gucken, falls hier eine Abkürzung ist, würden wir uns natürlich immens viel Zeit sparen. Ich will den Eingang nehmen, wo wir eine Abkürzung kriegen. Ah, okay, dankeschön. Okay. Mega dumm. Okay. Ich hätte gedacht, durch diese Kathedrale eventuell, dass man dann Aufzug oder irgendwas macht und dann kommt man direkt dorthin. Wie du das gesehen hast und sofort Aufzug gebrüllt hast, warum dachtest du das nach? Weil das hier so eine runde, es sah aus wie eine runde Plattform. Wenn alles, was rund ist, ist für dich ein Aufzug oder was? In welcher Welt lebst du denn? Er schreit, wie das gehört. Gott, ey, weißt du was, ich kann mir richtig vorstellen, jetzt, ich weiß, wie das läuft. In seiner Welt, und vielleicht ist das sogar die realistische Variante, hätte er diesen Bosskampf gewonnen, wenn ich nicht gekommen wäre. Ja, und jetzt ist die Abwärtsspirale. Jetzt ist die Abwärtsspirale, jetzt kommt er nicht mehr rein. Und dieser eine Versuch, den habe ich ruiniert. Und jetzt bin ich quasi schuld, dass er diesen Bosskampf gewonnen hat. Können wir die Tür absperren? Gibt es Schlüssel? Ich möchte das bitte. Weil irgendwie müssen wir das hier verbarrikadieren. Wenn der als Wüterich hier reingerät. Ah, hier ist oh, ein Hebel. Zumindest ist es auf Kamera, weißt du? Also zumindest ist es dann. Oh, guck mal, hier ist ein, was ist das? Oh, der ganze Turm dreht sich. Wow. Spiralt sich. Das ist die Abwärtsspirale. Oh, aber nicht von der Brücke erschlagen werden, bitte. Wahnsinn. Was die damals für Technik hatten, ne? Es ist heute alles verloren gegangen. Okay. Das ist, er ist schon im Full-on-Kinski-Mode. Aber hat er ihn jetzt, die Frage ist, hat er ihn jetzt gelegt? Kann sein. Oder wurde er gelegt? Es kann auch Freudenwut sein, ja. Ich weiß es nicht genau. Ich hoffe, es ist die Freude. Ich kenne Simon noch nicht lang genug, um das genau zu unterscheiden zu können. Die Wut hat viele Facetten, das ist das Gute. Sie ist so ausgeprägt, dass sie verschiedene, wirklich die Wut ist. Ja, das ist so wie Inuit, die 100 Wörter für Schnee haben, hat Simon 100 Arten von Wut. Absolut richtig, genau so ist es. Bei dem einen stimmt es halt nicht, bei ihm ist es aber so. Gucken wir mal, dieser Turm hat sich gedreht. Das heißt, wir können ihn mit dieser Kurbel da auch wieder entdrehen. Es gibt einen Weg nach unten. Und wo ist die Kathedrale? Da unten. Da wäre der andere Weg. Guck mal.
Ach was? Ja, schau mal. Die Fotos da unten? Ist da ein Fotoshooting? Hast du das Blitzen da unten gesehen? Das, ist ja, das kann gut sein, ja. Das ist nee, guck mal, das ist doch die Kathedrale. In der, genau, das war das mit diesen Riesen, ne? Da, oder? Unten drin ist, waren die Blitzboys. Und da haben wir die Leiter genommen und hoch. Oh, ich glaube, er kommt. Genau, da unten waren die Riesen. Da sind wir durch. Da waren die Gebrüder, die Bergsteigerbrüder. Ja, genau. Und da sind wir durch. Das heißt, wir gehen dann immer. Warte mal, wir kommen dann immer darauf. Ja. Genau, da ist der Bogenschütze noch. Dann sind wir da von da hinten da hoch, diese da hinten ist Streben das. Durchgekommen. Da ganz hinten ist das. Das ist der Raum. Das hier ist noch davor. Oh Gott, das ist. Welcher Raum? Welcher Raum meinst du? Also, wo wir eben, wo die Leiter hochgegangen sind, dann sind wir direkt da auf diesem Platz gekommen. Ja, das ist eher genau. Dieser hohe Turm, ne? Ja. Da. Der Ecke, ja. Das war das, genau. Und dieses, aber es gibt ja noch dieses hier vorne, diese Kathedrale hier direkt vor uns. Und da führt dieser andere Weg. Mhm. Wo ich ja eben gerade sagte, einer von den beiden hat vielleicht einen Shortcut. Und ja. Da müssen können wir auch noch. Aber willst egal, du dich nochmal erklären, bevor du weitergehst, oder was? Ja, ich wollte einmal mich orientieren und checken, wo wir hier so verortet sind. Aber wir können erstmal hier runtergehen. Mal gucken, wo wir jetzt hier hinkommen. Ist das so Salzstein, weil das so schimmert oder was? Ist das ein Salz? Eiskristalle sind das. Eiskristalle? Ja, es ist ja ganz kalt hier. Ach, das ist alles vereist, oder alles wie? Alles vereist, ja, überall ist Ach, Schnee. Ich verstehe. Ich dachte, ja, oder man hat gesalzt aufgrund des Eises. Dann beides vielleicht, ja, das stimmt natürlich. Aber ich glaube, zu der Zeit war Salz so kostbar und so selten. Oh, hier kann ich wieder. Nee. Achso, warte mal. Hier kamen wir gerade her. Nicht doof. Ich bin ja die Leiter hochgelaufen. Nee, aber du wolltest doch erst in die kleine Kapelle gucken, oder? Ja, das können wir machen. Auf jeden Fall. Okay, das können wir erstmal machen. Wahrscheinlich hat der verschiedene Stufen, verschiedene Ausrichtungen und dann kommt man irgendwo hin, oder? Ja, so wird es sein. Ah, da, wir haben ja noch nur diesen Weg. Ist das eine Sauna? Das sieht aber aus wie so ein. Entweder ein Grab oder eine Sauna, das ist ja immer die Frage. Beides vielleicht. Erst die sterben in der Sauna und werden direkt begraben. Bist du ein Saunatyp eigentlich? Nee, gar nicht. Ich auch nicht. Nur mein Onkel hat eine Einzelsauna. Nur für sich alleine? Nur für sich alleine. Wir sitzen mal da drin, wie in so einer Telefonzelle. Oh, das ist ja aber, das ist ja ganz anders. Das ist so wie Raucher, die dann so eine kleine Box bekommen. Oh, das wäre mir, glaube ich, zu klaustrophobisch. Okay, warte mal. Aber dafür nehme ich heiße Bäder, das müsste auch was auch ähnlich sein. Ah, so wie im alten Rom, so ganz. Ja, genau so. Ich mache da wirklich so den Hummer-Modus, oh, yeah. Dass ich wirklich so knallrot in der Badewanne liege und halb ohnmächtig werde, weil es so heiß ist. Aber das ist einfach mal. Oh! Die hatten wir schon. Die sind mal. Da reingeplatzt, die Prozession. Oh nein. Aber das ist jetzt wirklich ein Shortcut. Ja. Oder? Da waren wir. Ich glaube, das wäre ein Shortcut, wenn wir den Geheimraum nicht gefunden hätten. Ne? Also, aber nur wo so könnten wir eigentlich gut durch. Stimmt, du hast recht. Wer hat dich gesehen? Ja, oh, jetzt schnell, aber mach den Käfer. Jetzt mach den Käfer. Schnell. Warte, schießt der noch auf mich? Ist der wahnsinnig? Nein. Nein, auf Leitern darf man nicht schießen. Das ist höchstes Gesetz. Wer klettert, auf den darf man nicht schießen. Gibt doch, wollte ich gerade sagen, wer klettert oder runter schwebt, auf den darf man nicht schießen. Das sind. Genfer Konvention oder nicht? Die gab es auch zu der Zeit wahrscheinlich auch. Guck mal, das ist der Turm, der ist hoch. Oh nein. Nun gut, dann probieren wir mal unser Glück. Da gibt es auch noch auf jeden Fall auf die Ebene. Es gibt hier so viele Ebenen, auf die wir noch nicht gekommen sind. Also ich glaube, hier gibt es einiges zu entdecken noch. Überall auch. Man kann sich immer gut an den Items orientieren. Wo noch ein Item ist, waren wir noch nicht. Und vor allem, wo ein Item ist, da kommt man auch definitiv hin. Okay, dann. Oh, man hört ihn die ganze Zeit. Dieses wahnsinnige Lachen. Ja, diese Wutanfälle dazwischen. Macht mir richtig ein bisschen Sorge. Ich hoffe wirklich, er hat ihn gelegt. Weil dieser Groll, den werde ich nicht mehr los. So, warte mal. Was passiert denn, wenn ich jetzt. Fällt er gleich runter? Oh, er schiebt sich wieder. Aber jetzt sind wir heraufgekommen. Jetzt geht's noch höher. Oh Gott. Ja, jetzt geht's wieder hoch. Er kam ja runtergedreht, damit wir hier aufsteigen können. Und jetzt muss er ja. Da ist die obere Ebene. Guck. Naja. Und das ist ein Bonfire. Nice. Sieht mir auch wie ein Bossraum aus, oder? Das könnte. Also, wenn ich Boss wäre, würde ich sagen, ja, den nehme ich, den Raum. Anor Londo. 10.000 Mark. Was kostet uns eine Seele? Sollen wir noch eine holen? Aff. Wenn wir nach Hause eine holen, was meinst du? Guck erstmal, ob das ein Boss ist. Das ist ein Boss. Oder? Das sieht schon aus wie ein Boss.
Pass auf, ey, weißt du was? Ja, dann mach noch einen Knödel. Ein Knödel, ich hab nämlich noch was anderes, was ich befürchte. Bin mir nicht sicher. Kann es sein, dass wir noch was, so ein Estus, eine Scherbe haben oder sowas? Du, das kann immer sein. Du, man fängt die sich ein, ohne es zu merken. Kleben dann so an einem, wie so eine Kletto. Ich will das einmal testen. Weil ich, manchmal vergessen wir Sachen, weil wir dann andere Sachen machen, die uns ablenken. Und dann vergessen wir, was wir... Nee, haben wir nicht. Schade. Können wir noch eine Waffe verstärken? Nein. Der Nitschuppe, die sind echt selten. Immer noch diese Schuppe, ey, haben wir immer noch nicht. Die sind echt selten. Guck mal, das macht man, das ist dieses Eisschwert und dann... Ah, funkelt die da nie? Das ist das von den kleinen Krebskäfern. Bocken. Ja, genau. Ja, okay. Können wir nicht. Schade. Dann nehmen wir das eine Level mit. Und was kostet das? 18.000? Sind wir nicht schon bei 20? 22. 22. Gibt es da Schreckmöglichkeiten? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das machen wir schnell. Und zwar... 12.000 brauchen wir im Check. Ja, das können wir easy hin. Super. Na, haha, nein. Wie viel haben wir jetzt? 22.1. Oh, ich glaube, das wird recht knapp. Reicht das? Es waren 22.1.4 oder sowas. Ich habe es nicht ganz genau gemerkt. Ich glaube, es waren 22.1.4 oder 2 oder sowas. Ah! Ja, nochmal ein Huni. Nochmal ein Huni obendrauf, ja, und dann können wir ganz unbedarft in den, wer weiß, vielleicht Bosskampf, vielleicht auch nicht Bosskampf gehen. So, was ist, ja, komm, dann nehmen wir die 400 da, das geht ja nicht anders. Ich könnte noch irgendeinen anderen Shit verkaufen, aber ich weiß immer nicht genau, was der macht. Und ja, das geht. So, die Frage ist, was wird jetzt geskillt? Was wird jetzt geskillt? Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Was skillen wir? Was ist jetzt relevant? Ich sag... Ich meine, durch Glück könnten wir natürlich erwirken, dass der Boss was Besseres droppt. Vielleicht? Ich glaube, die Bosse droppen immer das Gleiche. Gut. Ich glaube, diese anderen NPCs, da gibt's halt, die haben manchmal so ein Ausrüstungsset aus, bestehend aus Schwert und... Ich hätte Bock auf Kondition, muss ich sagen. Okay, dann machen wir das. Weil ich werde immer zu schnell müde. Das geht nicht. Stark. Gut, dann gehen wir jetzt hin. Jetzt haben wir auch wieder Flakons. Ah ja, ach ja, da. Anor Londo. Und dann schauen wir mal. Was wird das jetzt sein? Irgendwie ein Kardinal, Papst, so ein Ministrantenchor oder sowas? Oder irgendwie so eine Art Gebetsbuch, das zum Leben erweckt wurde, naja, das so Seiten auf einen wirft? Ich glaube, dass es irgend so ein Bischof ist, der wurde verbannt von seiner, also der in dem obersten Kreis da in Rom quasi in der gedient, und der war aber Sadist. Und deswegen wurde der in diese Provinz hier geschickt und ist aber mit seinem Sadismus jetzt hier komplett unterwegs. Ja, ich erzähle die Geschichte gleich weiter. Alter, ja, das. Ja, okay. Kommt einer von hinten. Einfach so. Okay. Ist das schon der Endboss, die beiden? Nichts! Ich bin tot! Oh, das sah nicht glücklich aus. Das sah alles andere als glücklich aus. Ich glaube, da wird dir heute jemand auf dem Parkplatz auflauern, Nils. Also da guck echt mal auf. Da war nicht mehr viel Ironie zu spüren, nee, in diesen Worten. Ich zieh mir die Kapuze auf, so erkennt er mich nicht. Oh, da kommt Simon. Ja, Leute. Beide jetzt, oder was? Ja, beide. Wirklich? Vielleicht kannst du einfach nicht vorbeilaufen. Ich kann einfach sterben. Geht auch. Die Option ist immer da. Ah, die sind aber auch sauer und wütend und energisch. Habe ich mich nicht gerade geheilt? Oh, die haben auch eine Reichweite mit ihren. Der eine Schwert, der andere Lanze. Hör auf, mich zu hauen!
Naja, aber der eine war fast. Der eine war fast hinüber. Ja, und jetzt kommt wieder die Ich pull den runter mit dem Bogen und lauf ganz weit weg und mach mir Inseln. Ich werde das anders machen. Ich bin Nils Bohmelhoff. Pass mal auf, wie ich den jetzt vermöbel. Nennst du deinen Sohn eigentlich manchmal Nils Sohnhoff? So einen Scheiß mache ich nicht. Ich hatte mal zwischendurch überlegt, ob ich ihn Billy Bob nenne. Ja, ist schon nicht schlecht. Billy Bob Bohnhoff, das ist schon nicht schlecht. Bohnhoff wäre auch gut, oder? Ja. Die Rocket Bohnen. Ist aber leider haben meine Vorfahren diese Weitsichtigkeit einfach nicht besessen. Was macht der eigentlich? Guck mal hier. Der hält sich auch für so einen Karate-Boy. Ja, guck mal, hier habe ich einen Fuß gegeben. Yeah. Okay, jetzt habe ich zu rumgeschaut. Ey, wenn dahinter wirklich ein Boss lauert, dann glaube ich, hat der nicht so viel Respekt vor uns, wenn der schon, wir schon 10-mal an seinen Lakaien gestorben sind. Aber wenn er solche Lakaien braucht, dann habe ich auch keinen Respekt vor ihm. Jemand, der sich unverwundbar fühlt, benötigt doch keine Lakaien. Also nur Lakaien, um sich zu schützen. Ja, aber je mächtiger du bist, desto weniger willst du dich ja mit so Kleinkram beschäftigen, oder? Willst ja nicht jeden so einzeln da. Ja, das ist natürlich auch richtig. Guck mal hier, ich benutze die Engstelle, dann negiere ich die Überzahl der Gegner. Ja, das ist eine brillante Idee. Und so viel wie die Rollen, da fallen die wahrscheinlich auch alle darunter. Sieht der dich jetzt eigentlich? Ne, guck mal, oder? Ah, da dich im Visier, oder? Die haben beide aber. Oh, da rechts ist aber noch einer. Ah ja, das ist aber ganz wahnsinnig. Die haben beide aber unbedingt Bock, oder was? Ja, ja, guck mal. Die sind richtig heiß. Ich würde einfach an denen vorbeilaufen, Treppe hoch und einfach gucken, was da drin ist. Ja, aber wie, also wenn wer jetzt wirklich ein Boss ist, dann können wir da nicht mit flüchtend, schwitzend auftauchen und oh, wir sind gerade vor deinen Lakaien weggerannt. Da gebe ich dir grundsätzlich recht, aber jetzt stell dir mal vor, da ist ein Boss. Und den würden wir ja nicht beim ersten Mal besiegen. Das heißt, wir laufen da wieder 30 Mal hoch. Willst du jedes Mal diese beiden Typen machen oder willst du einfach irgendwann vorbeilaufen? Es wird mir leichter fallen, an denen vorbeizurennen, wenn ich weiß, wir würden die auch schaffen. Ah, okay. Na gut. Das kann ich verstehen. Einfach fürs Selbstverständnis. Das ist aber auch angenehm, ne? Hier gibt es eine Treppe mit kleinen Stufen und eine Treppe mit größeren Stufen. Was sagt uns so das? So kann jede Beinlänge eigentlich genau den richtigen Weg nehmen. Das bedeutet doch, dass es hier Leute gibt, die sehr groß sein müssen. Weil das sind ja schon die Stufen, mal wie er stampft. Die sind ja eigentlich nicht unsere Größe. Vielleicht für die Riesen, ne? Ja, dass eben. Man für die extra Stufen noch gemacht hat. Das heißt, und dadurch, dass das auch der mittlere Weg ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der da drin lebt, auch recht groß sein muss. Ja, okay, das war gar nicht so schlecht. Ah, geil, direkt beide gepult, stark. Ja, die sind die Treppen halt gewohnt, ne? Ja, vergiss es, keine Chance. Ich sehe nicht, wie das gehen soll. Au. Nee, es gibt da keine Hoffnung. Der da am Rumkreischen ist da drin. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, es ist ein Siegesfreudige. Oh nein. Oh, da scheinen sie Respekt zu haben. Ja, jetzt haben sie Respekt. Vor der Brücke, die haben meine Strategie durchschaut. Die kommen da echt nicht durch. Nee, das ist deren. Na, guck mal, weiter gehen sie nicht. Die wissen das. Die haben einen Befehl bekommen, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt steht man da natürlich da. Checkpoint Charlie. Die Füße dürfen wirklich diese eine Grenze nicht überqueren. Kann man die richtig verspotten. Haha. Und. Das habe ich verdient. Das ist meine gerechte Strafe. Absolut. Nimm sie in den Fall. Nee, ich glaube, man muss offensiv ran, den ersten ausschalten, bevor der zweite wirklich effektiv dazu kommt. Gegen beide geht das, man muss die nacheinander machen. Aber weißt du was, ich bin wirklich der Meinung, ich laufe an den vorbei. Ich will jetzt wissen, was dahinter ist. Ja, ich will wissen, was dahinter ist. Weil wenn das wirklich ein Boss ist, wir werden sowieso ab dem zweiten Mal einfach knallhart an denen vorbeilaufen. Ah! Aha. Durch Vorrichtung verschlossen.
Oh Gott. Oh, hörst du diese Stampfstiefel hinter mir? Erstmal hier, erstmal in Sicherheit. Okay, gut, das hat nicht funktioniert, dieser Plan ist also gescheitert, dann hau ich sie einfach tot. Ich hab mir 19 Seelen wieder geholt. Warte, jetzt. Oh, jetzt sind sie gut weiß auseinander, das ist ein gutes Timing. Ne, never kannst du fliegen, ey. Nein, der andere kommt, ich muss ein Stück zurück. Nein! Stark! Super, super stark. Ich glaube, der hat noch was. Super. Okay. Super. So, jetzt verspotte ich den. Ey! Du Loser. Hat ihn nicht interessiert? Meinst du, da oben ist noch jemand? Hi. Oh, das ist ein Traum, Nils. Absoluter Traum, Nils. Oh. So. Grandios. Ja. Grandios. Alleine können die nichts. Die können nur zu zweit was. Okay, jetzt können wir uns mal in Ruhe hier umgucken. Ja, jetzt die Frage, was heißt Vorrichtung? Naja, da können ja hier irgendwelche Hebel sein. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Landeplatz, oder was? Ja, sieht ein bisschen aus wie ein Hubschrauber-Landeplatz, oder? Irgendjemand war sehr weitsichtig, ne? Gesagt, ja. Wer weiß, vielleicht. Lass uns, ich meine, die ist so eine riesige Anlage. Lass uns auch mal sowas machen. Nee, ich glaube, ist eine Art Schneeboss, glaube ich, kommt. Schneemann oder so? So ein Eisboss? Ja. Mit so Eiszapfen als Hut oder so? Oh ja, oder der so, ja, oder halt einer von diesen Riesen, ne? Das kann natürlich auch sein. Kohle des Riesen. Okay. Das, was wir da gerade eingesammelt haben, das ist ja für den Schmied, ne? Und ich überlege gerade, der Typ, ob das ein Schmied ist aus den anderen Dark Souls-Teilen, aus Teil 1 oder 2. Versuche mich gerade zu erinnern, gab es da nicht so einen Riesenschmied? Ist der das vielleicht? Er hat zumindest so einen Klöppelhammer dabei. Der sieht es nicht aus wie ein klassischer Schmiedehammer, aber natürlich hat so eine Riesenkultur auch eine ganz eigene Werkzeugästhetik. Absolut. Das wäre ja traurig, weil dann hätte er hier sein Ende gefunden. Was haben wir denn hier? Oh, hier. Oh, da sind wieder so Priester-Boys. Relativ dunkel. Okay, ich sehe nicht so viel. Siehst du irgendwas? Wir suchen eine Vorrichtung. Was auch immer das ist. Genau sein soll. Okay, die sind schon mal stinkig auf mich. Okay, merke ich mir. So ein Weg. Oh, ey, die sind aber auch nicht. Ich lasse das Item mal liegen, kümmere mich erstmal um die. Der schlaue Krieger verschafft sich einen Überblick. Oh, die wieder hier. Guck mal. Okay. Dann gehen wir mal rein in den Mönchsreigen. Oh, da ist ein Boss. What? Endboss! Okay. Endboss! Aldrich! Okay. Wow, okay. Ey, weißt du was? Weißt du, was ich glaube? Weißt du, was ich glaube? Das ist exakt der, bei dem ich gerade Simon genervt habe. Echt? Ja. Oh Gott, das ist ja von Ironie nicht zu überwältigen. Das ist ja so ein Mini-Speedrun hier gerade gegen ihn. Ist er noch dran? Ich habe keine Ahnung, das weißt du doch! Vielleicht kann die Regie das checken, ob das stimmt. Der ist so schnell uns aufgeholt? Ja, der spielt auch jeden Tag und. Oh, was, okay, eine Ausnahmetalent ist das. Okay, dann wollen wir mal gucken. Der schießt diese Kügelchen, alles klar. Dann hat er hier so einen Hinterleib, das sieht erstaunlich
ekelhaft aus. Das haut er ab. Lass mich raten, jetzt kommen Ads. Oder Kopien von ihm. Okay, da muss ich weg. Das ist irgendein fieser Wirbel. Jetzt kommt er irgendwo raus. Was ist denn das für ein... Ah, okay, da erscheint er wieder bei diesen Nebelwänden, oder wie? Ich erinnere mich an diese Nonne, die du gemacht hast. Da hat er echt so einen komischen... weg. Wo ist er? Da. Ih, jetzt. Eurio, oder was? Rennt der jetzt? Oh, okay, das war... Jetzt bin ich tot. Okay, ich bin einfach in die Flamme reingelaufen. Das war ein bisschen dumm. Oh, wow, aber... Ey, das ist ja lustig. Gibt es da einen Bonfire irgendwo? Oder wie sollen wir da jetzt da hinkommen jedes Mal? Ja, das... Ja, einfach nur laufen, ne? Ach, man kann die Tür vielleicht von der... anderen Seite aufmachen. Sobald man den Boss besiegt hat. Nein, da, ich bin doch da unten runter und in dieses Nebel rein. Und auf der gegenüberliegenden Seite müsste dieses Tor sein. Ja. Das, wo du jetzt langläufst, das Tor. Ja, ja. Das heißt, da wo die Mönche sind, nicht rechts zu den Mönchen ins Nebeltor, sondern erstmal links runter. Und in die andere Richtung und dann. Zumindest mal gucken. Es ist ja so lustig, das ist original der Boss, den Simon gerade macht. Ich komme nicht drüber hinweg und ich habe ihn dabei. Ich habe ihn dabei sabotiert aus Versehen. Okay, das wäre lustig, wenn wir ihn jetzt First Try gemacht hätten. Dann wäre ich kurz rübergegangen und hätte gefragt: Ey, soll ich ihn dir kurz machen? Soll ich ihn dir kurz machen? Guck da mal runter. Auf der einen Seite ist ein Nebeltor und auf der anderen Seite könnte vielleicht dann das große, schwere Tor sein. Genau, also da bin ich ja rechts hochgelaufen. Da, wo du jetzt hinguckst, bin ich hingelaufen. Und auf der anderen Seite könnte das dann sein. Da hinten. Ah, ja. Hier voraus, meinst du? Ja, ja, da, wo du jetzt, da ist es doch. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Da. Tatsächlich. Nils, du bist ein Orientierungsmeister. Nee, überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht gut da drin. Nee, hier geht nichts. Ja, hier muss irgendwann... Okay. Ja, hi. Hi, Buddy. Kann natürlich sein. Oh, Fluch, oder? Okay. Soll ich mich jetzt in den Bossraum retten, oder? Oh nein, diese Kacke, ey. Achso, da fallen noch so Schwabbelgehirne runter. Wäre wahrscheinlich zeitlich schon praktisch, den auch noch sich zu erlegen. Ja. Damit man. Das dauert, der ist ganz schön lange in der Luft. Ja, okay. Sagen Sie. Verflucht! Ach ja. Das mache ich jetzt. Ich mache jetzt hier irgendwie. Ja, das ist die Frage. Lohnt es sich jetzt, den anzugehen und... Den Shortcut zu holen? Ja, oder jedes Mal den langen Weg zu gehen. Simon hat ihn und jetzt Dancer-Boss. Sagt mir nichts, aber Simon hat ihn anscheinend geschafft. Ja, müssen wir ihn jetzt heute auch schaffen. Ja, das ist gut. Das geht nicht. Und dann ist er jetzt auch nicht mehr so sauer. Dann kann ich ihm gleich begegnen, ohne dass er mich auffrisst. Das ist für mich jetzt auch ganz gut, weil ich gerne noch ein bisschen leben. Nee, du willst nicht den Rest des Lebens in Simons Magen langsam aber sicher verdaut werden. Weil ich nicht weiß, ob er das auch, also das würde er vielleicht auch nicht wollen. Meinst du kämpfst raus aus seinem Magen? Könntest dich da wieder rauskämpfen? Ja, ich müsste irgendeine Schwachstelle natürlich finden. Vielleicht, wenn ich mich so, ja, wenn ich lang genug lebe, dass ich meine Fingernägel, die wachsen dann ja weiter. Ah, okay. Und dann könnte ich mich aus seinem rauskratzen, ja. So langsam. Mhm, gute Idee. Und du könntest ja das Essen essen, das er isst. Genau. Und dann würde er verhungern. Das ist vielleicht auch eine gute Idee. Du isst alles, was er isst, und dann verhungert er. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und er kann mich ja, ich passe ja gar nicht in seinen Darm rein. Das heißt, er hätte das Gefühl eines vollen Magens und würde aber verhungern. Perfekt. Ja, das ist der Plan. Also soll er mich ruhig. Ich muss nur gucken, dass er mich am Stück frisst dann. Das wäre mir schon was wert. Oh, ouch. Wo war jetzt die... Ah! Ist
Ist ja links eine Vorrichtung? Oh, was ist das? Die Vorrichtung? Drück den Hebel. Oh Gott, reicht einer? Oder ist da auf der anderen Seite noch ein zweiter? Oh, er kommt. Sieht aber gut aus. Reicht, wenn du jetzt stirbst, hast du ihn dann trotzdem gedrückt, den Hebel? Wahrscheinlich. Ah, Tür geht auf! Oh, er ist irgendwie gestunt gewesen oder so. Vielleicht darf er nicht ins Sonnenlicht. Nein. Ach, das sind die beiden Ritterbrüder noch. Ah. Oh, ist das gemein, ey. Dass die da, aber du hast die Tür aufgemacht. Ja, das ist das Wichtigste. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass da jetzt von hinten die Riddersleute kommen, aber okay. Die Tür ist offen, der Weg zum Boss ist offen. Ich würde sagen, wir atmen noch mal ganz kurz durch, machen eine klitzekleine Pause und dann sind wir bereit für den zweiten Teil dieser Folge, nämlich den Bosskampf. Hey Leute! Seit 2015 senden wir für euch auf Rocket Beans TV Content rund ums Spielen in allen Facetten. Kostenlos. Von Anfang an. Und das soll auch so bleiben. Viele von euch unterstützen uns trotzdem als Mitglied des Rocket Beans Supporters Club. Dafür sagen wir Danke. Denn dadurch können wir weiterhin unsere Ideen nach unseren eigenen Spielregeln entwickeln und all den Kram machen, den ihr hier in diesem Video gerade seht. Wenn dir unser Content gefällt, besuche rocketbeans.tv/support und werde Mitglied im Rocket Beans Supporters Club. Du entscheidest, was es dir wert ist. Ich muss ganz kurz an die frische Luft, weil das wird mir echt gerade zu krass. Endlich Endboss. Wir haben die Tür aufgemacht, die uns einige wertvolle Sekunden spart im Bestreben, den Boss zu legen. Einfach durchrennen, das ist keine Schande. Und da entzünden sich die Fackeln. Och, komm mal, und das war... Wie du original alle drei abkriegst. Nee, das ist albern. Ich wollte ja nur... Entschuldigung, lassen Sie mich bitte passieren. Ich habe einen Passierschein. Gib ihn dir gleich hier nochmal den Estus rein. So, komm, jetzt machst du den. So, also wir müssen erstmal in Erfahrung bringen, was da so geht, ne? Ja, also mach diese Kügelchen, diesen Homing, den solltest du ausweichen. Dann macht er diesen Superstrahl, der ist voll doll. Und dann macht er da immer auf den Madensack darauf. Diesen Nabelschnur. Was ist das? Das ist eine Nabelschnur, guck mal. Ja, geil, wie du das machst. Kannst auch zweihändig machen, wenn du das nicht nutzt. Ich bin doch ganz gern beim Schild manchmal auch mit dabei. Jetzt macht er Pups-Attacke, da musst du weg. Ah. Genau. Und jetzt taucht er woanders wieder auf. Ist schon erstaunlich, die hat auch dieses lila Magie-Ding, genau wie die alte Nonne da. Vielleicht sind die ein und aus derselbe Clan oder sowas. Ah, da muss man weg. Ja, das ist die Pups-Attacke da. Hau da ab. Ja, sehr gut. Seine Zauberlehrlinge, die können uns gar nichts. Seine Glühwürmchen. Jawoll! Ups. Ah, ja. Aber das, heil dich mal. Aber das ist eigentlich ganz angenehm, weil da kann man immer Zeit, sich gut zu heilen. Ja. Eigentlich. Finde ich auch. Gibt jemand zu Ruhe. Oh, Pfeil, Vorsicht, irgendwas Fieses. Oh! Okay. Ja, muss er direkt, ja, und da kommt nämlich das, ja. Und noch einer raus? Drei Stück? Ne, zwei. Ja, aber es geht doch. Da fand ich jetzt den anderen da, in der Kathedrale da, den Mönch, fand ich jetzt ein bisschen... Ja, da, wobei, vielleicht hat der noch eine dritte, zweite Phase oder so, das kann ich auch sagen. Ohne ein. Da ist die Nabelschnur. Ja, geht ihm ordentlich in die Schnur. Sieht sehr gut aus. Das machst du hervorragend. Und jetzt ist er mit Feuer zugange.
Aber die Anvisierungsproblematik. Ja. Da bist du nicht irgendwas in sein Feuer einfach rein. Wirbel die, wirbel O. Okay, hat das Element geändert irgendwie. Jetzt konnte ich nicht mehr rollen. Wobei wir extra nochmal Kondition geskillt haben, da hatte ich mir mehr erwartet. Jetzt kommt hier so Suppsche auf den Boden. Du kannst gar nicht mehr richtig laufen, oder? Sie täuscht das. Ich verstehe. Oh, den hat er. Das ist Öl und das brennt dann langsam. Ja, ja. Oh, Pfeil, okay. das verfolgt. Ja, natürlich. Oh, ja. Au, nein. Nein, oh. So, jetzt kommen die Homies. Ja, irgendwann muss man wieder an ihn ran. Aber jetzt lebt er in so einem Feuer. Man muss irgendwann... Ja, okay, das ist schon ganz schön viel Kram. Ja, man muss irgendwann wieder an ihn ran. Man darf nicht zu... Wenn man immer nur in der Ferne ist, wahrscheinlich kann man ihn ja auch mit Pfeil und Bogen einfach auch cheesen. Was ist das? Gibt es da irgendwelche Resistenzen, die wir wieder anlegen können? Gegen dieses... Das ist einfach Magie, ne? Heißt ich glaub, das? Ich Magie, schätze ich. Was haben wir jetzt gerade ausgerüstet? Wir sind jetzt gerade total alles auf physisch, ne? Ich glaube, wir haben jetzt gerade die genau falsche Ausrüstung. Du hast recht, wir sind ziemlich auf physisch. Feuer und Magie. Ah, hier, also Magie. Ne? Wobei ich mich frage, ob nicht vielleicht am Ende Feuer sogar wichtiger ist als Magie, weißt du? Ja. Und wir haben sogar zwei von denen, guck mal. Feuer 12, 3, 12, 4 ist ähnlich, aber dafür hat der, was haben wir jetzt gesagt, Magie hier 3, ist der natürlich ein bisschen besser. Also, weil am Ende, in der zweiten Phase, wenn er da mit seinem Feuershit ankommt. Oh, der ist gut gegen Feuer. Der ist gegen Feuer, oder 12, Magie, aber voll schlecht. Der ist ähnlich. Oh, der ist der Beste bislang. Magie und Feuer. Weil die Pfeile sind physisch wahrscheinlich, die er abschießt. Okay. Aber das wäre dann nicht. Das. Ne? Kann am Ende Zünglein an der Waage sein, ne? Weiß man nicht. Was haben wir hier? 7-8 und 5-0. Ja. Das ist schon ganz gut. Oder gab es da einen mit 2-7er? Na, ich glaube, das sind beides nicht alles blau. Ja, okay. So, Feuer, Magie. Guck immer nur da. Ich guck eigentlich nur die beiden Werte an. Guck, ob wenn beide blau sind. Aber sind. Ach, blau heißt immer besser als aktuell angelegt, verstehe. Ja, es sieht doch super aus, ne? Geil, wie aussehen, oder? Das ist auch so mal schöne Jogginghosen. Ja, absolut. Voll. Beim 53% Gewicht. Haben wir noch Ringe, irgendwelche saftigen Feuerringe oder so? Das ist eine völlig berechtigte Frage. Hä? Also wir sind sogar fast unter 50%. Gibt's denn nochmal einen Bonus? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, ob man vielleicht unter 50 noch besser wird. Wenn wir diesen Helm, da kommen wir auf jeden Fall unter. Guck mal, warte, ist der sehr viel schlechter? Magie und Feuer? Nö. So viel schlechter ist der nicht. Den nehmen wir mal einen, der richtig leicht ist. Magie, Feuer. Jetzt sind wir auf 44. Ich weiß nicht, ob's... Wir werden sehen. Okay. Und was wir machen können, ist, wenn uns die Dinger ausgehen, wir haben nämlich, habe ich irgendwo mal gelesen, wir haben super viel Glut. Ja, Glut ist gut. Und das ist auch gegen Feuer gut, nee, oder was? Nee, die können 29 Glut. Das heißt, wenn wir irgendwann mal den Boss fast haben und eine Flask fehlt, können wir so eine Glut essen, da kriegt man auch volles Leben. Ja, okay, dann weiß nicht, können wir da jetzt einfach mal reingehen und gucken. Der erkennt uns nicht wieder. Der sagt, ein neuer Wanderer. Den alten habe ich in die Flucht geschlagen. Obwohl, ja, vielleicht haben wir sogar noch eine... Ja, jetzt sterben wir aber an denen einfach, weil wir null Rüstung mehr haben. Ich glaub, wir sind insgesamt schwächer, oder? Kann das sein? Ja, klar sind wir schwächer insgesamt. Wir können natürlich nichts mehr ab. Da bin ich bei dir. Alter. Okay.
Please, bitte. Lassen Sie mich in Ruhe. Okay. Ja, ran an Bilbo Borgen. Aldrich der Simonfresser. Wollen wir mal sehen, was du drauf hast. Jetzt hat er diese Feuerscheiße. Aber da haben wir hohe Resistenz. Ja, ich, das ist... Ach, was kommen die denn noch her? Haben sie verirrt? Oder? Oh, ist hier überdacht? Nein! Ich dachte, der war überdacht. Oh, das war gemein! Ich dachte, da guck mal, ich dachte, ja, da nee, ist ein Dach. Ah, ja, nee, das sind magische Pfeile. Du denkst zu profan, Nils. Ja, ich weiß. Du denkst zu profan. Das ist mir schon häufiger aufgefallen. Das ist echt eine deiner größten Schwächen. Ja, absolut. Das tut mir wirklich leid. Du musst Arcana denken und Astrala. Ja, das mache ich jetzt. Aber die erste Phase, bevor er brennt, ist echt easy. Du musst einfach direkt ran. Und dich gar nicht einschüchtern lassen. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Und dann ist er irgendwann in dieser Feuerphase und da muss man einfach nur aufpassen, dass man nicht in seine Feuer... Und dieses Dumme, was hast du sehr gut gemacht mit den Pfeilen? Du bist einfach weggelaufen. Ja. Und danach bist du aber nicht mehr wieder an ihn rangegangen. Das war genau das Problem. Ja. Es hat auch Nachteile. Ja, wenn die da immer in so einer Kaskade feuern, natürlich anstrengend. So, mein Lieber, jetzt wirst du rächen für das, was du Simon angetan hast. Absolut. Niemand macht Simon wütend. Nein. Ey, meinst du, das war so eine Art Swatting? Nur halt mit einem DHL-Boten? Ich kann mir vorstellen, dass jemand... Möglich? Weil wenn er live auf Sendung ist und gerade bei einem Bosskampf ist, dass jemand bei DHL Hamburg angerufen hat und den hierher bestellt hat auf den Namen Simon. Und weil er nicht weiß, wie er mit dem Nachnamen heißt. Ja, das war so eine Art... Nee, wirklich, ernsthaft, dass jemand... Wie halt Swatting, nur nicht mit einem SWAT-Team, sondern mit einem DHL-Boten. Okay, ich lass dich erstmal. Du, das könnte sein. Da sind wir einer großen Sache auf der Spur. Der muss sich ja richtig bepisst voll lachen haben. Wobei das natürlich eine mega Asi-Aktion für den DHL-Boten ist und für Simon auch. Okay, kann man an dem ablesen, welche Attacke er macht? Ob er den Hieb macht oder den Kreisel? Ich glaube, ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich war immer nur mal versucht, an seinem Schwanz ran zu gehen. Das meine ich, sobald du aus der Nahdistanz raus bist, macht er die, castet er die Sachen. Oh, das ist aber gemein. Dem zweiten auszuweichen ist nicht ganz leicht. Muss an ihn ran. Ich seh nix! Oh, jetzt kommt diese, genau. Schade, ich nur. Ich dachte, ich wäre außer Reichweite. Vielleicht kommt die Feuerphase. Wo? Da. Was ist das jetzt? Hm? Was jetzt? Was? Wo bin ich? Alter. Jetzt kommt ein Angriff.
Oh, das ist ein Doppelhiebel, oder ja, was? Ja, Doppelhiebel. Oh, jetzt kommt Pfeile. Lauf, mein Lieber, lauf, mein Lieber, lauf, mein Lieber, lauf schnell weg, du kommst schnell weg. Jetzt ist leider diese Tinte im Weg. Sie Boah, Alter, das war ja... Alter. Der hat die ganze Zeit da so gewartet. Ja. I'm a tiny dancer. Das wird noch ein bisschen dauern. Dancer for money. Do just the things that you want me to do. So, jetzt laufen wir da mal hin. Also der hat Strahlo, der hat den Kreiselhieb, der hat den starken Hieb, der hat diese zwei Projektile und dann halt diese Homing-Glühwürmchen, wie immer. Und als Feuer, glaube ich, gibt es dann nochmal so einen anderen. Was hast du hinter mir, ey? Geil. Daran merkt man, dass man erfahren ist, wenn plötzlich der Weg zu dem Boss einfach gut funktioniert. Da weiß man, man hat schon ein paar Runden gedreht. Mal einen lockeren Sprung mit eingebaut, auch nicht schlecht. Jetzt habe ich einen Feuerbuddy. Sehr unangenehm. Aber grundsolide in Phase 2. Oh nein! Oh! Ui, das kann dann schnell gehen. Ja, vielleicht ist der dann physisch und dagegen haben wir nichts. Also diese Umrüstung hat wirklich was gebracht? Nee. Also diese, ich weiß nicht, ob man unter 50 wirklich irgendwie noch schneller ist oder weniger Ausdauer verbraucht oder sowas, ich wahrscheinlich nicht, aber also die physische ist auf jeden Fall der Angriff mit der Lanze und wenn er mich mit seinem Körper wegschlawenzelt. Ich weiß nicht, ob das so viel gebracht hat. Da würde ich zur Seite dann, ja. Ah, du bist ein Feuertänzer geworden. Der ist dich gerade angesprungen, der fettbäuchige Kuttenträger. Ja, die bemerken die Gefahr, die von mir ausgeht mittlerweile. Ich gehe jetzt einfach direkt ran, ey. Ja. Das war direkt Damage. Zonk. Zonk. Weg. Weg. Das wäre physisch wahrscheinlich auch. Wenn du den einfach so richtig abkriegst, obwohl das auch eine Magielanze ist. Ich weiß nicht, ob das random ist, wo der spawnt. Ich schätze ja. Ich schätze nein. Ja? Aber da, wir müssen uns ja auch nicht immer übereinstimmen. Okay. Die Heilungsfalle, da ist sie wieder.
Oh, jetzt Pfeile. Ich will mal wissen, ob man die auch auf ihn lenken kann, dass er von seinen eigenen Pfeilen getroffen wird. Okay, das war ein kurzer Pfeilhagel. Pfeile. Oh, Scheiße. Arschgesicht. Dieses dämliche Anvisieren klappt leider wieder nicht. Ja, du bist zu weit weg zum Anvisieren, müssen wir ran. Halt dich. Was da das Timing ist. Heil dich! Ah, da stehe ich in seinem Flammenspur drin. Kacke, okay. Ja. Pfeile. Ich hab jetzt die ganze Zeit gesprintet, aber trotzdem kriege ich noch Wasser. Okay. Das sind super ähnliche Attacken. Ja. Haut ab wieder. Wieder so ein Flakon und danach kannst du aber noch so einen anderen essen, so ein Blut. Er kommt, der lädt 2-10 Sekunden lang auf und dann passiert nichts. Was ist das jetzt? Der hat 20 Sekunden die Sense in der Hand. Kannst du gleich eine Glut essen? Einmal nach unten drücken und jetzt Glut essen, ja. Einmal Viereck. Nein! Oh, das war die kürzeste Glutwiederherstellung aller Zeiten. Nein, muss ich nicht entschuldigen, das war super. Das bringt natürlich nur was, wenn man wirklich am Ende nicht mehr so viel zu gehen hat. Es ist gemein, ja. Ich glaube, das Fieseste, was der Boss machen kann, ist einfach seine Waffe zu heben und einfach gar nichts mehr zu machen. Weil du Panik, 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 roll, 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 roll. Ja, und da passiert einfach nichts. Ja, das ist die Scheiße. Der castet die ganze Zeit. Man muss an ihn rankommen. Jetzt musst du wieder zurück auf Estes, oder? Das hast du sehr gut beachtet. Sehr, sehr gut. Das hätte ich nämlich, glaube ich, wirklich vergessen. Ich glaube, bei diesen Homing-Glühwürmchen, da darf man nicht zu früh rollen. Weil je weiter die weg sind, desto länger können sie ihren Kurs korrigieren. Erst wenn sie kurz bevor vor dir sind, dann kann man wegrollen. Ja, absolut richtig. Scheiße, das war nicht okay. Ganz verstanden haben wir den Pfeilhagel auch noch nicht, ne?
Also. Mhm. Jetzt komme ich nämlich nicht mehr an ihn ran. Hör doch auf, ey. Auch keine erfolgreiche Glut. Aber was machen wir mit dem Pfeilhagel? Weil es schien, dass es erstens gut ist, wenn man Kurven macht beim Laufen. Mhm. Und zweitens, glaube ich, ist es gut, wenn man während er zieht nochmal zu ihm hin und dann erst wegläuft oder so, glaube ich. Ja, die Frage ist vielleicht, ob man es unterbrechen kann, wahrscheinlich nicht. Die Frage ist, ich bin natürlich zu feig, um es auszuprobieren. Was ist, wenn man einfach bei ihm stehen bleibt, wenn die Pfeile kommen? Ob sie ihn selber auch in Mittellandschaft ziehen oder ob man das dadurch irgendwie kontern kann, das weiß man natürlich nicht. Aber ja, das Kurve ist gut. Irgendwie versuchen, in die Richtung zu gehen, wo die Pfeile hergekommen sind. Ich habe das Gefühl, manchmal sind die relativ schnell auch vorbei gewesen, dieser Pfeilhagel. So, als wenn man irgendwas gemacht hätte. Ja, das ist die Frage. Einfach mal zu posen. Okay. Da kommen sie nämlich direkt jetzt, ne? Jetzt mal eher einen Pfeil. Hm. Die haben jetzt kürzer gewirkt als sonst. Ja, genau. Du kannst es natürlich nicht numerisch. Lässt wahrscheinlich eine Kurve laufen auf ihn wieder zu. Was ist das jetzt hier für ein? Oh, 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 oh. Ja, das ist diese Mitte des Langdistanz, das ist echt scheiße. Ja, das ist, wenn ich ihn leider nicht sehen kann, weil ich ihn nicht anvisieren kann. Kommt wieder Pfeile? Bleib mal bei ihm. Okay, das war super. Ja. Du hast ja nichts abgezogen bekommen, oder? Kann gut sein, dass man gerade beim Pfeilhagel nah dranbleiben muss. Ja, stimmt schon. Ja, der relativ schnell. Vielleicht kann man ihn auch unterbrechen noch. Ich weiß es nicht. Wir haben ihm aber noch nie eine gegeben, glaube ich, oder? Während der. Nee, das kann sein, ja. Also, mein Gefühl ist einfach immer versuchen, an ihm dran zu bleiben. Ja, außer wenn er abtaucht, ne? Dann muss man weg. Ja, klar. Wenn diese Pupse kommt da, genau. Diese Schritte machen mich fertig. Dieser dicke Mensch, wie der diese Sprungkraft entwickelt, ey. So wie jetzt Charles Barkley. Jetzt Zeit, Moment. Ah! Oh, das war gemeint von ihm, dass er direkt. Das fand ich nicht in Ordnung. Aber was? Da bin ich doch weggerollt.
glaube, der taucht immer da auf, wo es noch intakte Säulen gibt. Ja, habe ich auch mal überlegt, dass er vielleicht die erstmal zuerst nimmt. Ja, okay, da habe ich die nicht noch. Ist irgendein Grund, geil. Mann, ich bin auch kacke gerade. Und wieder den ganzen weiten Weg. Jetzt ist er wieder Flammi mit Flammenstein. Sau. Das sind noch diese Restbälle, die kommen gleich auch noch. Ja. Okay, ja, da habe ich nicht aufgepasst. Das war dumm. Also die erste Phase ist ja relativ geschmeidig zu machen. Die zweite. Ja, nur mit dem Feuer. Feuerspur oder so. Ne? Ja. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man. Das hat mir ja gar keinen einzigen Pfeilhagel, ne? Das ist auch. Nee, ja, weil ich auch immer direkt zu ihm gerannt bin. Mhm. Dann castet er den nicht. Also die erste Phase muss man wirklich aggressiv sein, einfach nur. Dann kommen diese Strahlen nicht, dann kommen die Pfeile nicht. Zweite Phase ist das Ding. Kriegen wir auch noch hin. Eines Tages schaffe ich es, eines Tages kriege ich ihn. Klar, Mann. So. Hm. Da kommen direkt die Pfeile. Und kriegt. Ey, warte mal, hast du ihn gegeben? Nee, ich dachte, es wäre durch die Pfeile gewesen. Weiß ich nicht. Was ist das, wenn er hochzieht? Oder? Oh wow, das war schon. Zwischendurch? Oh nein, okay, das war dieser eine. Es ist schwer zu sehen, was er macht, wenn er hochhält. Ob er dann abtaucht oder ob er zuschlägt. Das stimmt, ja. Ich glaube, während des Pfeilhagels zu ihm zu laufen, ist eine gute Idee. Ja. Wenn man die Distanz hat. Also ob man ihm Schaden machen muss zum Abbrechen oder ob er dann einfach abbricht, wenn die Pfeile zu nah an ihm selber kommen würden, weiß ich nicht. Spekuliere mal. Falsch spekuliert. Okay, das ist auch falsch gewesen. Sollen, ja. Vielleicht kann man sich auch hinter den Säulen vor dem Pfeilhagel verstecken. Da sonst hätten die ja gar keinen Sinn in dem Kampf. Ist aber da. Ja. Guck, jetzt ist er schon in der Feuerphase. Nee. Pfui.
Mann, ey, dass mich das noch erwischt hat. Okay, so dumm. Aber ich habe versucht, ihn zu schlagen. Ich wollte wissen, ob er das unterbricht, ja, wenn ich ihn schlage, aber ich kam nicht dicht genug ran. Ich probiere mal jetzt, mich im Pfeilhagel hinter einer Säule zu verstecken. Wenn noch eine da ist. Ich schaue mal, ob das klappt. Ja, bei mir waren jetzt auch noch zwei da am Ende. Ja, sonst, weil dass die irgendwie kaputt gehen im Laufe des Kampfes, wird ja irgendeine Bewandtnis haben, oder? Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Vielleicht auch nur für die Effekte. Zeigt auf jeden Fall, dass da niemand vorab war, der den genauso genervt hat wie wir. Sonst wären die Säulen nämlich schon kaputt. Ja, das ist schon mal ein Zeichen, dass wir es wirklich weiter schaffen als alle Helden, die bisher daran gescheitert sind. Oder er baut die halt immer wieder müßig auf, diese Säulen. Weil er das eigentlich ganz gern mag mit den Säulen. Er lässt sie wahrscheinlich aufbauen. Von seinen Priestern hier. Das ist so wie beim Theater. Wenn die Generalprobe schlecht läuft, läuft die Aufführung gut. So ist es auch. Wenn man auf dem Weg zum Boss schlecht läuft, dann läuft der Boss gut. Come on. Oh, warte. Ja, ist direkt wieder Pfeil. Ja. Ja? Das ist sehr, sehr gut. Sieht nicht schlecht aus. Ich kann ihn leider nur immer nicht anvisieren. Da muss man, wenn man einfach bei einer Säule bleibt, dann macht er auch nicht alle vier kaputt. Weil er geht ja nie dahin, wo man steht. Ja gut. Oh, das ist gemein! Du bist nicht sicher vor den Blitzen hinter der Säule. Diesen Laser. Immer falsch spekulieren. Ja. Jetzt sehe ich leider nicht, was er macht, weil ich ihn nicht anvisieren kann. Er haut schon aber der haut schon wieder. Das ist immer das Ärgerlichste. Oh, jetzt ist die nächste Säule auch hin, oder? Das war jetzt nur eine? Hack. Oh Mann, das ist so doof mit das Timing. Na, und jetzt? Hab ich auch kaputt gemacht. Oh, ich gebe ihn nochmal, ey, der ist gleich weg. Jetzt ist er Feuer. Ab jetzt ist er Feuer. Aber das war eine sehr, sehr gute Runde. Bislang. Denk an den großen Laser, der noch kommt jetzt. Manchmal. Zumindest. Alter, das ist ja unfair. Wie lange? Der war ja einfach 10 Minuten lang. Wie soll ich ihm den Schaden machen, wenn da alles brennt? Das hast du doch. Perfekt. Das war doch super. Du hast voll viel Schaden. Also noch Würmchen da? Ja. Der ist wieder direkt daneben. Das ist natürlich sehr, sehr schön. So schwer. Der hält die einfach unterschiedlich lange in der Luft. Oh nein. Das war gemein. Okay, also in der Feuerphase dann schützt die Säule nicht mehr, oder wie? Oder? Das fand ich jetzt. What? Das fand ich echt frech. Oder war die kaputt und das war nur noch ein Stumpen? Nee. Ich dachte, die steht. Oh, das war jetzt aber auch. Ah, das hat aber in der ersten Phase viel besser gelaufen. Ja, auf jeden Fall. Funktioniert mit dem hinter dem Säule verstecken. Das war so richtig gut, ja. Ja, kann echt sein, dass es in der Feuerphase nicht mehr geht. Weil wir wissen ja, Feuerpfeile sind wesentlich mächtiger als normale Pfeile. Ja, auf jeden Fall.
dich das nicht nervös, wenn man so hinter sich noch dieses Geschrei hört? Ja, total. Mittlerweile weiß ich, dass da nichts mehr kommt, weil ja, ich jetzt das schon fünfmal gemacht habe. Macht mich trotzdem immer wieder nervös. Ja, ich verstehe es. Du bist halt noch sehr in Kontakt mit deinen Urinstinkten. Absolut. Wohingegen wir Kulturmenschen da eigentlich komplett rausgewachsen sind. Entfernt, das stimmt. Aber du bist da noch ganz tief drin. Ihr geht dann ins Theater, um solche Impulse nochmal zu sehen, zu fühlen. Das ist was. Oh, Pfeilhagel? Was ist hier? Ja, Hakenschlagen ist schon auch nicht schlecht. Nice. Alter. Ich wollte noch weg, aber so habe ich. Boah, da habe ich richtig Schaden gefressen. Ja. Was mache ich denn gerade? Oh, ich spiele gerade wieder sehr dumm. Okay, das war von Anfang an war das dumm. Tja, aber manchmal verfolgt einen der Pfeilhagel, aber manchmal auch nicht so. Ja, das ist. Der ist random ein bisschen. Ich habe auch noch nicht die Mechanik hundertprozentig gecheckt. Ich glaube, das Falscheste, was man machen kann, ist in der geraden Linie davon weglaufen. Ja. Ich glaube, entweder verstecken hinter einer Säule oder Haken schlagen. Absolut, da sind wir uns völlig einig. Er kann wahrscheinlich auch nicht einfach umdrehen. So ein Pfeilhagel. Wieder so ein bisschen Anfangsadrenalin, bevor der Bosskampf überhaupt losgeht. Das ist eigentlich immer ganz gut, wenn der Pegel schon mal auf einem gewissen Niveau ist. Da. Jetzt machen wir den. Feuerhagel! Ah, oh, das ist. Man muss so viele Timings checken in so einem Bosskampf. Wonk und. Wonk. Sehr gut. Es wird richtig durchgeschüttelt, die alte Made. Pfeil. Ah, ja, voll kaputt gegangen. Ich kann es nicht antizipieren. Pfeil? Was ist das jetzt für ein Spell? Ich dachte, das ist jetzt ein Pfeil, aber jetzt kommt Hacke! Sehr gut. Sehr gut. Ja, sehr gut. Top. Und dann noch was, oder nicht? Ja, sie macht noch einen Niederschlag jetzt. Ah, das ist sie schon weg. Oh, Pfeile. Okay. Das ist ja unfassbar, wie lange dieser Pfeiler ist. Dann halte ich mal lieber. Nein! Oh, oh, Junge, was machst du mit mir? Ja, warum ist sie so unterschiedlich lang in dieser scheiß Pfeilhagel, ey? Das war die Gier, das war bis dahin. Ich dachte, ich kann es genau abpassen mit dem Ende und dann zack. Aber nein, es war zu gierig. Weißt schade, du, schade. Ja, es war mega schade. Aber weißt du, was du, glaube ich, echt gut gemacht hast? In der zweiten Phase darf man, glaube ich, nicht so aggressiv sein. Du hast es irgendwie ganz gut geschafft, dass der Wurm so mehr in die Mitte geschlurft kam. Ja. Und nicht in der Ecke war. Weil in der Ecke kann man natürlich nicht so gut manövrieren. Und du musst vor allem, du hast ja diese Gier, wenn du diesen entblößten Wulstleib siehst, da sofort drauf. Du musst aber echt gucken, dass du da nicht im Feuer stehst. Ja. Du musst echt erstmal eine Sekunde nehmen und einen Winkel suchen, wo du nicht im Feuer stehst und dann drauf.
Dann kannst du vielleicht mal ein, zwei Schläge weniger machen, aber ich glaube, es lohnt sich. Weil klar, wir haben jetzt... Natürlich! Homing-Sprung! Ja. Ich meine, wir haben jetzt das Anti-Feuerhemd an, das ist nett, aber trotzdem, Feuer tut trotzdem weh, es ist trotzdem heiß. Wasser, bist du weg? Oh nein, Feuer. Okay, oh Scheiße. Ich probier das nochmal aus. Vielleicht hab ich aber mal Glück. Das war knapp. Nein, ich hänge an der Säule fest. Oh, leck um hier. Okay. Wow. Das war eine sehr frühe Feuerphase, die sie hatte. Ja, aber ich glaube, wir haben jetzt alles gesehen, was wir sehen müssen. Ja. Jetzt müssen wir es nur noch einmal solide runterspielen. Ich glaube, das, was mir jetzt am meisten helfen würde, wäre einfach eine mehrtägige Pause, wo ich mich einfach nochmal hinlege und einfach nochmal das Ganze mental durchgehe. Aber dann, glaube ich, kriegen wir den. Dann haben wir sie. Aber hey, es ist der Simon-Fresser. Wir hängen auch ein bisschen an ihm, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Vielleicht nächstes Mal. Ich bin fest davon überzeugt. Nächstes Mal legen wir Ihnen das was von Girdl. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Dann liegt die Sau. Bis dahin. Jetzt muss ich mich irgendwie an Simon vorbeischleichen.